Ich bin so froh, dass ich diesen schönen Moment auf Kamera habe. Wow, ein wirklich sehr schöner Moment. Scheint ja nach einem spaßigen Tag auszusehen. Und damit herzlich willkommen. Es wird mal wieder Zeit für so ein Video. Wir schauen uns heute mal absolut dumme Leute an. Und vertraut mir, hier sind Clips dabei. Da denkt man sich auch nur so, what the f***. Man says she just rip open the watermelon and yam it off the table. Nah. Also ich sag dir ehrlich, an diesem Punkt, nimm einfach gleich direkt die ganze Melone mit. Wenn du schon sowas Geisteskrankes machst und dort einfach an den Stand gehst und in die Melone reinbeißt, die zum Verkauf steht, ey, die will sowieso niemand danach. Nimm die einfach direkt mit, klau sie einfach direkt. Die Frau denkt sich auch nur gerade, du kleine Hupe. Meine Oma mag Knoblauchpulver wirklich sehr, sehr gerne. Ich will nicht wissen, wie die Oma danach stinkt. Damit habe ich nicht gerechnet, als sie sich ein bisschen Knoblauch drauf machen wollte. Mal kurz eben die halbe Packung geleert. Aber ich glaube, das braucht sie auch in diesem Alter. Die schmeckt schon safe nichts mehr. Das muss so gottlos schmecken. Ich fühle den Jungen zu 100%. Ja, Real Talk. Ich fühle ihn auch zu 100%. Wie ekelhaft auch. Der Bus sieht ihn doch eigentlich und fährt trotzdem dran vorbei. Classic Reaktion. Ich hätte es genauso gemacht. Hör auf. Ja, und was bringt es dann? Der letzte Bus für heute ist weggefahren. Der Typ ist so am Arsch. Hier hat sich jemand Essen nach Hause bestellt. Und es gibt wirklich nichts Niceres, als wenn man wartet und dann endlich das Essen da ist, nach gefühlt 2 Stunden. Und schaut mal, wie es jetzt bei ihm noch geliefert wurde. Na, die haben den Jungen auseinandergenommen. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. Wer soll das noch essen? Was ist das für ein ehrenloser Lieferant? Dieser Pizza hat das einfach da draußen im Regen hingestellt. Ey, die Pizza sieht echt gar nicht gut aus, Mann. Ich wäre so sauer, ne? Hätte ich 2 Stunden auf mein Essen gewartet und dann kommt die Scheiße so vor meine Haustür. Ich hätte den Lieferanten in der Stadt aufgesucht. Glaube, er wollte den 10er nicht, aber bin mir nicht sicher. Soll ich dieses 10 Euro geben oder einen anderen doppelt? Halt's Maul! Yo, okay, chill. Er wollte dir doch nur einen 10er geben. Also ich hätte den 10er auf jeden Fall angenommen. Aber okay, wenn er das Geld nicht haben will. Ich dachte eigentlich, weil er sieht aus wie ein Obdachloser. Aber ist okay, dann kriegt ihn halt jemand anderes. Und wo wir gerade schon so über Obdachlose reden, ich sag's so, wie es ist, die haben ein Upgrade bekommen. Und als hier ein Obdachloser jemanden nach Geld fragt und der kein Geld dabei hatte, packt er seinen Special-Trick aus. Hi, Simon. Hi. It's money, man. Yo, okay, das nenne ich einen echten Hustle. Ein Kartengerät ist andere Liga. Am Ende, du hältst deine Karte drauf, weil du denkst, es sind nur so 1, 2 Euro, die gehen schon mal fit. Und der zieht dir damit einfach 500 Euro ab. Das wäre crazy. Okay, wer von euch war das? Wie kommt man überhaupt auf so eine Idee? Stell dir vor, du willst so in der Nacht mal kurz zum ATM um die Ecke, weil du brauchst ein bisschen Cash. Und dann sieht der Automat so aus. Wer war das? Das ist wirklich verrückt. Yo, denkst du, wir sehen das nicht? Wie unauffällig. Könnte er was geklaut haben? Nee, ich glaube nicht. Mr. Light Bullshit. It's high bullshit. Er läuft damit einfach weg. Es juckt doch niemanden. Bro, die Dreistigkeit wird mal wieder belohnt. Er stopft sich einfach seine komplette Hose voll mit so vielen Dosen, dass man eigentlich denkt, das wird niemals funktionieren. Aber wenn er einfach cool rausläuft, dann klappt das schon. Und es hat wirklich geklappt. Er läuft damit einfach jetzt nach Hause. Ist ja gar nicht auffällig, Bro.
Dieses Video hat mir gerade meinen Verstand geraubt. Ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist. Und vor allem auch, wie das funktioniert. Ich habe so viele Fragen nach diesem Video. Einfach drauf. Lass lieber weitermachen, bevor ich den Verstand verliere. Also ich glaube, das, was hier passiert ist, ist echt richtig abgefuckt, wenn man gerade auf einer Achterbahn ist. Oh, fuck. Dem fliegt einfach ein Vogel in die Fresse. Junge, wie abgefuckt. Als er dann noch auf die Schulter schaut und diesen Vogel dort sieht. Ja, ich glaube, so hat er sich den Achterbahnritt nicht vorgestellt. Ich habe dieses Video hier von einer Golferin entdeckt. Sie wollte so cool ihren Schlag zeigen, alright? Yo, an den kleinen Sch*** da hinten. Ich sehe, dass du ihr auf den Arsch guckst. Wie auffällig ist das denn? Na, das ist crazy. Also entweder er hat es mit Absicht gemacht oder es ist wirklich aus Versehen passiert, weil er reingeschritten hat, indem er sie beeindrucken wollte. Ja, okay, ich glaube, es war mit Absicht. Sowas muss mit Absicht gewesen sein. Er wollte halt ihre Aufmerksamkeit, ne? Ja, du hast nur leider ein bisschen verkackt. Oh mein Gott. Was hat sie denn aber bitte auch versucht? Was war ihre Mission? Wieso wollte sie das Handy dorthin stellen? Oh, ich glaube, sie wollte sich filmen beim Übergeben. Ja, zum Glück ist das Handy in die Toilette gefallen. Was ist los mit der Welt? Wieso will man davon ein Video machen? Sie wollte das später bestimmt so auf TikTok posten. So, hey, yo, schaut mal, ich kotze in die Toilette. Das komplette Handy wird am Arsch sein oder halt voll mit dem ekelhaften Toilettenwasser. Ich weiß nicht, was besser ist. Ich habe gestern diesen Livestream geschaut mit dieser netten Dame. Dann wo ich herkomme, nehme mir das Reflektschelle. Ja, noch Abo. Und ranguckst und fühlst dich wie Rambo. Okay. Ja, sehr chillige Frau. Dann wo ich herkomme, nehme mir das Reflektschelle. Sie hat 100% die Hosen an in der Beziehung. Ich habe Real Talk ein bisschen Angst vor ihr. Du siehst ein bisschen aus wie Mark Zuckerberg. Bro, das bin for real ich, wenn ich denke, ich sehe nicht high aus. Yo, na, ich habe keinen gesmoked. Wirklich nicht, wirklich nicht. Passenger Princess. Yo, Lil Bro chillt hier wirklich mit seinem Shorty im Auto. Roblox, andere Welt, ich kann das alles nicht mehr. Aber immerhin hat er eine Freundin. Das ist auch echt ein harter Move, ne? Einfach eine Freundin in Roblox zu bekommen. Okay, guckt mal, ich küsse ja eigentlich immer euer Herz, ne? Aber wieso schickt ihr mir sowas auf Instagram? Ja, okay, danke für das coole Video. Safe, safe, safe. Und als ich dachte, es kann nicht noch randomer werden, schickt ihr mir auch noch sowas. SpongeBob SquarePants Toothpaste to clean my teeth. Ey, warum? Warum, warum, warum? Das ist so random, wirklich. Was geht hier ab? Aber ja, nochmal. Ich danke euch viel, vielmals, dass ihr mir sowas schickt. Was würde ich nur ohne euch tun? Ja. No lo diga. Dreimal dürft ihr raten, wo ich es her habe. Ja, richtig, es wurde mir auf Instagram geschickt. What the f***, das ist so unglaublich random. Was denken sich eigentlich die Leute, die daneben ansitzen? Und was ist das für eine riesige Tasse? Und was ist das für ein riesiges Croissant? Ja, das ist genug für heute. Also wirklich, genug Internet für heute. Es reicht. Ich danke euch mal wieder fürs Zuschauen. Bei 10 Likes auf diesem Video kommt direkt das nächste. Und wir sehen uns morgen wieder. Ciao.